Vater, was ist eigentlich Ethik? Ich will es dir an deinem Beispiel erzählen. Zu mir ins Geschäft kommt ein Kunde, kauft einen Mantel für 60 Euro und zahlt mit einem Hunderter. Wie ich hinschaue, hat er das Wechselgeld vergessen. Und jetzt kommt die Ethik ins Spiel. Teilst du mit deinem Kompagnon oder nicht?